Hallo, guten Tag. Ich habe gesagt, Wassermann ist nicht Stier, nicht Skorpion und auch nicht Fisch. Das bedeutet, Wassermann wird nie stundenlang irgendwo in den Gedanken verbringen und irgendwelche erotische Fantasien im Kopf schmieden. Romantik, wunderschöne Liebesaffären und Träume über Erotik. Das gibt's bei Wassermännern nicht. Sie wissen, dass es sowas gibt, aber das gab es in den Filmen mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Da gab es wunderschöne Szenen, wo sie sich geliebt haben. Auch in dem Film mit Clint Eastwood und Meryl Streep. Er war Fotograf und hatte da auf der Brücke Bilder gemacht. Oh, wie schön. Und die hat sich Kleid für ihn gekauft, weil er kommen wollte. Sowas gibt es nur in den Filmen oder auch in den Büchern. Aber in Wirklichkeit für Wassermann, diese Romantik und diese Liebesaffären, so schön und erotische Gefühle, das ist ihm zu peinlich. Deswegen, das ist oft so, dass andere Sternzeichen, wie ich schon gesagt habe, Fisch oder Stier oder auch Skorpion, die werden so Rollen von Don Juan spielen. Das machen sie sehr gerne. Aber Wassermann ist das sehr peinlich und sehr unangenehm. Deswegen, es ist so, dass der Wassermann wird dich nie so fragen, wie zum Beispiel Skorpion oder andere Sternzeichen, liebst du mich noch? Ich habe dich so vermisst und oh, ich möchte dich so gerne sehen und wann kommst du wieder? Ach, sowas gibt es da nicht. Wenn du den fragst, den Wassermann, liebst du mich und ich habe dich vermisst, dann bitte sagen, ja, ich habe jetzt viel zu tun. Ja, ich habe im Moment den Hund in Pflege von meinen Freunden und Arbeit viel zu tun im Moment. Ja, aber ich habe dich so sehr vermisst und ich möchte so gerne dich sehen. Ja, aber im Moment geht es nicht, weil die Arbeit und der Hund und wenn ich nach Hause komme, dann muss ich auch waschen und ja, im Moment geht es nicht. Ja, aber ich möchte dich so gerne in meiner Nähe haben. Ja, verstehe, verstehe sehr gut. Das sind die Antworten, die du von Wassermann-Leuten zurückbekommst. Er sagt nicht, ich vermisse dich auch und ich liebe dich auch und ich kann keine 3 Tage ohne dich leben. Ach, sowas, solche Romantik, das ist für Wassermann überhaupt nicht möglich. Das ist ihm alles zu peinlich. Deswegen musst du wissen, dass du darauf verzichten musst, wenn du mit Wassermann-Leuten lebst. Das gibt's nicht. Diese Fantasien kannst du für dich im Kopf behalten, aber du kannst das ja mitteilen, aber du bekommst keine wunderschönen Antworten und keine Symbiose, weil das ist dem Wassermann zu peinlich. Das sind nur ideelle Werte, das gibt es auf jeden Fall irgendwo auf der Welt, in den Büchern, in den Filmen, aber nicht zwischen dir und mir. Leider, aber wie gesagt, man kann auch ohne Romantik leben, oder? Meine Zeit ist leider für heute um. Ich würde gerne weiter über diese Romantik und Erotik reden, aber leider. Tschüss.